Ihr lieben Geschwister, ich habe Veränderungen anzukündigen, was die Arbeitsbereiche der Apostel in der Gebietskirche Westdeutschland angeht und auch den Kreis der Apostel selbst. Wir haben bis zum Mai 2021 in der Gebietskirche Westdeutschland 6 Apostelbereiche gehabt, die durch jeweils einen Apostel geleitet worden sind, betreut worden sind. Dann hat in 2021 in dieser Zeit Apostel Lindemann sein Amt niedergelegt und wir haben seinen Arbeitsbereich, den damaligen Arbeitsbereich Ost, so nannte er sich, aufgeteilt. Den nördlichen Bereich hat Apostel Schuck übernommen bis heute und den südlichen Bereich mit 3 Bezirken hat Apostel Oppenplatz übernommen. Nun ist es so, unser Stammapostel kommt am 29. Oktober zu uns und hält einen Gottesdienst im Bezirk Paderborn. Und in diesem Gottesdienst wird Apostel Schuck in den Ruhestand verabschiedet, sodass wir vor der Aufgabe standen, wie geht es weiter? Und der Arbeitsbereich von Apostel Schuck mit heute noch über 100 Gemeinden ist sehr groß. Es hängen auch einige Missionsgebiete daran, sodass ich überlegt habe, die alte Situation wie vor 2021 wiederherzustellen und nicht bei 5 Apostelbereichen zu bleiben, sondern wieder bei 6. Dass der alte Bereich von Apostel Schuck Nordost wiederhergestellt wird und der alte Bereich von Apostel Lindemann Apostel Ost so wiederhergestellt wird, wie es gewesen ist. Und das werden wir dann am 29. Oktober vollziehen. Genau natürlich abgesprochen mit dem Stammapostel. Wir machen da nicht, was wir wollen. Er ist damit einverstanden. Das bedeutet, dass wenn der Apostel Schuck jetzt in den Ruhestand geht, dass wir nicht nur einen neuen Apostel brauchen, sondern 2. Einer, der den wieder entstehenden Nordostbereich mit den Bezirken Velbert, Wuppertal, Iserlohn, Hagen und Paderborn betreuen wird. Und einer, der den Ostbereich betreuen wird, das sind die Bezirke Kassel-Korbach, Hersfeld-Lauterbach, Gießen, Marburg natürlich, klar, Offenbach und Darmstadt. Mit einer Ausnahme, früher hat der Bezirk Frankfurt dazugehört, er bleibt den Apostel Oppenplatz zugeordnet. So, könnt ihr nachher auch alles auf der Homepage lesen. Ich denke, die ehemals hessischen Bereiche wissen, was gemeint ist. Jetzt müssen wir natürlich die Katze aus dem Sack lassen, das ist ja das Wichtigste. Wer wird es denn? Also in diesem nördlichen Bereich oder dem wiederhergestellten Nordostbereich wird Bischof René Vollmann dann am 29. Oktober zum Apostel ordiniert und damit in diesem Bereich Nachfolger von Apostel Schuck. Und in dem Bereich Ost, der auch so wiederhergestellt ist, wie er vor 2021 war, dafür wird Bischof Kisselbach zuständig sein, der auch am 29. Oktober dann zum Apostel ordiniert wird. Wir danken euch Brüdern, euren Familien, dass ihr bereit seid, diese Aufgabe anzunehmen. Es werden insbesondere auch von den Brüdern, von den Bezirksämtern Fragen gestellt, wie geht das denn dann mit den Bischöfen und so weiter. Im Bereich Nordost ist gerade die Frage geklärt worden. Wir haben jetzt schon einen Nachfolger für den Bischof Vollmann, für die Gebiete, die er jetzt betreut. Er wird dann 1:1 auch den Bereich Nordost betreuen, das ist klar. Und im Bereich Ost danke ich euch für eure Geduld. Wir sind noch in der Findungsphase und halten beim lieben Gott mal fest darauf und gucken, was er dazu noch sagen möchte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: im nächsten Jahr 2024 wird uns der Stammapostel 3-mal besuchen in unserer Gebietskirche Westdeutschland. Ihr habt das vielleicht auch schon der Vorschau entnommen. Am 10. März wird er einen Gottesdienst im Bezirk Minden halten. Er wird den Jahresabschlussgottesdienst halten am 29. Dezember im Bezirk Aachen. Und mittendrin am 23. Juni kommt er in den Bezirk Niederrhein und hält in der Stadthalle Rheinberg, dem Ort, wo ich wohne, einen Gottesdienst. Also,
In diesem Gottesdienst werde ich dann in den Ruhestand versetzt, der Bezirksapostel Helfer, der jetzt auch schon von seinem Apostelbereich entlastet ist durch Apostel Denker, wird mir mehr und mehr zuarbeiten können, sich einarbeiten können. Er wird dann mein Nachfolger werden. Bis dahin eine gute Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit. So, ich habe noch einen Wunsch. Ich weiß nicht, ob ihr vor Müdigkeit, Wärme und Erschöpfung schon fast umgefallen seid, aber wir Apostel und Bischöfe mit unseren Frauen verlassen gleich die Kirche, aber jetzt so einfach mit diesem Statement aufzuhören, ich singe das Lied 58 so gerne. Allein Gott in der Höhe sei er. Wir haben nur einen Vers gesungen. Wir singen jetzt noch die beiden Verse, wer Lust hat, und dann geht's ab nach Hause. Ja? 58, Verse 2 und 3. Gut, kommt gut nach Hause.